Hey Leute, hier ist wieder Leon von Politik für dich. Und falls ihr noch ein bisschen Angeberwissen für den Wahlabend sammeln wollt, dann seid ihr hier genau richtig. Hier erkläre ich euch nämlich ganz einfach und kompakt das Wahlrecht, was es mit Erst- und Zweitstimme auf sich hat und was Überhangs- und Ausgleichsmandate bedeuten. Viel Spaß! Erstmal ein Überblick, wer überhaupt wählen darf. In Deutschland leben ca. 83 Millionen Menschen, davon dürfen aber nicht alle wählen. Zum Beispiel alle, die unter 18 sind, fallen schon mal weg. Das sind 13,8 Millionen. Unter den Erwachsenen gibt es aber auch noch 8,8 Millionen Menschen, die ebenfalls nicht wählen dürfen. Warum? Weil sie keinen deutschen Pass haben. Den bekommt man in Deutschland nämlich nicht so leicht. Zum Beispiel muss man in den meisten Fällen mindestens 8 Jahre hier leben, bis man den bekommt. Und ohne deutschen Pass darf man nicht wählen. Wenn man diese 8,8 Millionen Menschen abzieht, bleiben 60,4 Millionen Wahlberechtigte. Unter denen sind bei dieser Wahl zum ersten Mal auch Behinderte unter vollständiger Betreuung. Das betrifft 83.000 Menschen. Die dürfen 2021 zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Und sie dürfen sogar 2 Stimmen abgeben, denn wir haben ja Erst- und Zweitstimme. Wie das funktioniert, erfahrt ihr jetzt. Mit der Erststimme wählen wir einen Kandidaten aus unserem Wahlkreis. Ich erkläre das mal beispielhaft an Wahlkreis 61. Dort treten nämlich Olaf Scholz und Annalena Baerbock jeweils als Direktkandidaten an. Wenn Scholz also in diesem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält, bekommt er das Direktmandat. So geschieht das auch in allen anderen 298 Wahlkreisen in ganz Deutschland. Und so werden die ersten 299 Abgeordneten bestimmt. Würden wir nur mit Erststimme wählen, hätten die kleineren Parteien aber null Chance. Zum Beispiel hätte bei der letzten Wahl die CDU 231 der 299 Direktmandate geholt und somit im Bundestag die absolute Mehrheit gehabt, wenn es kein Zweitstimmenrecht gäbe. Das geht natürlich nicht und deshalb gibt es die Zweitstimme und ein System, wie die weiteren Abgeordneten damit ermittelt werden. Mit dieser Zweitstimme wählen wir eine Partei. Das ist auch die Stimme, die letztendlich die Prozentwerte der einzelnen Parteien bestimmt. Soweit so gut, aber jetzt wird's kompliziert. Das Wahlrecht will nämlich einerseits garantieren, dass die Bundesländer gleichmäßig vertreten sind und dass der Abgeordnetenanteil gemäß den Zweitstimmen gerecht verteilt ist. Schauen wir uns das jetzt mal am Beispiel Brandenburg an. Das ist das Bundesland, wo auch der angesprochene Wahlkreis 61 drin ist. In Brandenburg gibt es 10 Wahlkreise, also sind 10 von den 28 Abgeordneten direkt gewählte Abgeordnete, also Direktmandate. Die Abgeordneten, die kein Direktmandat gewonnen haben, müssen auf die Landesliste hoffen. Zum Beispiel wäre es bei den Grünen so, dass sie um die 9% in Brandenburg holen und demnach stehen ihnen von den 28 Abgeordneten in Brandenburg 2 bis 3 Abgeordnete zu. Das heißt, Annalena Baerbock auf Listenplatz 1 und Michael Kellner auf Listenplatz 2 kommen in Brandenburg relativ sicher in den Bundestag, während Anna Emmendorfer auf Listenplatz 3 noch bangen muss. Soweit, so klar. Es kann allerdings ein Problem entstehen, und zwar, wenn eine Partei mehr Direktmandate holt, als ihr nach dem Zweitstimmenanteil zustehen würde. Am Beispiel Brandenburg könnte es sein, dass die SPD jeden Wahlkreis direkt gewinnt, also 10 Direktmandate holt. 10 von 28 Abgeordneten entspricht aber 36%. Die SPD wird aber wahrscheinlich nur auf 29% dort kommen. Das heißt, sie hat 7% zu viel Abgeordnete in diesem Bundesland. Und das nennt man Überhangsmandate. Um diese Ungerechtigkeit auszugleichen, gibt es sogenannte Ausgleichsmandate. Das heißt, die Parteien, die nach dem Zweitstimmenanteil noch zu wenig Abgeordnete haben im Vergleich zu denen, die sehr viele Direktmandate gewonnen haben, die bekommen so lange Abgeordnete, bis der Zweitstimmenanteil wieder passt. Allerdings mit der neuen Regel, dass es bis zu 3 Überhangsmandate geben darf, die nicht ausgeglichen werden müssen. Das ist ein neues Gesetz, das vom Bundesverfassungsgericht noch nicht endgültig bestätigt worden ist. Wenn diese 3 Überhangsmandate am Ende die Mehrheitsverhältnisse entscheidend beeinflussen, könnte das Bundesverfassungsgericht Neuwahlen anordnen, weil das Wahlrecht nicht verfassungskonform ist. Dieser Fall ist aber unwahrscheinlich und das Gesetz hat auch seinen Zweck, nämlich die Aufblähung des Bundestags zu verhindern. Das passiert nämlich ohnehin, weil die kleineren Parteien immer mehr Stimmen holen. Die holen zwar keine Direktmandate, bekommen dafür aber umso mehr Ausgleichsmandate, um das auszugleichen. Das hat zu einer kontinuierlichen Aufblähung des Bundestags geführt. Dieses Mal könnte die Aufblähung noch krasser sein, sodass 800 oder im schlimmsten Fall sogar 1000 Abgeordnete in den Bundestag einziehen. Diese Masse an Abgeordneten ist schwerer zu organisieren und für den Steuerzahler natürlich auch teurer. Abgesehen davon kann es zu Platzproblemen im Bundestag kommen und nicht jeder Abgeordnete hat dann vielleicht genug zu tun. Deshalb ist das Wahlrecht immer noch reformbedürftig. Auch weil es so kompliziert ist. Ihr habt wahrscheinlich auch nach diesem Video noch nicht komplett verstanden, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem was mitnehmen und könnt am Wahlabend mit eurem Nerdwissen glänzen. Wenn ihr euch noch mehr Nerdwissen draufladen wollt, dann schaut doch hier in meine Wahlprogrammvideos rein zu verschiedenen Themen oder hier in Alternativen zum Wahlomat. Und geht
wenn ihr denn dürft, am 26. September bitte wählen. Jede Stimme zählt. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Video.